Ja, es Boah, war die meine. Woche, war Apple Keynote zum iPad. Ja, war halt wieder mal eine Keynote. Ja, also Apple hat halt das iPad Air neu vorgestellt, das iPad Pro. Wie du gesagt hast, im iPad Pro ist jetzt ein neues OLED-Display drinnen. Ein doppeltes OLED. Ist erstes seiner Art. Ja, es hat, ist super hell, also hat 1600 Nits. Hat in M4-Prozessor gekriegt, warum auch immer. Ja, aber es ist ja eh nur der kleine. Ich hab, Eh nur. ja, es ist, ich hab da schon an so einen merkwürdigen Kommentar auf Golem gelesen. Ja, das ist ein Betrug an allen, die ein MacBook kaufen. Na, wenn du ein MacBook hast, willst du exakt den M4 eh nicht drin haben. Du willst eher ein Pro oder ein Max haben. Den will ich ja nicht haben. Das ist der Einsteiger M4. Das ist der Na, aber kleine. weißt du, was das Witzige Warum ist? sollten sie da ein Zweier oder ein Dreier eine tun? Das ist die nächste Iteration. Ich verstehe es Ja, nicht. nein, ist alles okay. Ich verstehe das alles. Ich hätte ein M4 reingeben. Ja. Nur, meine große Frage ist: Apple hat ja noch keine Software, keine neue vorgestellt das Jahr. Was um Himmels Willen tust du in ein iPad mit einem M4? Ja, aber was um Was du. Himmels Willen hast du davor mit dem M2 und mit dem Na, M1 gemacht? das meine ich damit. Das ist der M1 schon viel zu stark fürs iPad. Weil was sollst du wirklich da. Du kannst den niemals ausnützen. Außer du benutzest da wirklich. Final Cut drauf, machst Bildbearbeitung drauf. Aber jetzt, das sind auch so nischige Anwendungen am iPad, würde ich jetzt einmal sagen. Oder du machst Musik drauf, okay. Glaube, es ist gar nicht so nischig, weil sonst hätten sie nicht ein 3000-Euro-Tablet ausgeschmissen, weil Nein, in höchster Konfiguration mit Tastatur kostet das über aber 3000 Euro. jetzt seien wir uns ehrlich, um das Geld kaufe ich mir ein MacBook. Es ist komplett ein anderer Anwendungszweck. Ich kann ja nicht einmal multitasken mit dem Ding Ja, gescheit. sicher kannst. Ja, da speibst du ja an. Ja, wieso? Benutzt das einmal drei Wochen. Ja, was ist denn da das Problem? Ist Fenster aufgezogen, du hast alle anderen zur Verfügung. Das Ding ist nicht ausgereift zum produktiv Verwendest arbeiten. du am iPhone Multitasking switcher zwischen die Anwendungen? Das schon, aber das ist ja mühsam hoch 10. Du hast mittlerweile sogar ein rudimentäres Fenstermanagement unter iPadOS. Ja, aber nein, aber das zähle ich nicht. Also das ist ja lächerlich. Das ist ja eine schlechte Notlösung dafür, dass sie kein macOS drauf dann wählen. Ja, also wie gesagt, Anwendungsfall, also für mich ist das eine schlichte Geldfrage. Wenn ich jetzt 3.500 Euro einfach so zum Außenschmeißen hätte, würde ich mir das in der Großausstattung kaufen. Und ich hätte mein Affinity Photo und Affinity Publisher und Affinity Ja, Designer drauf und aber jetzt ganz ehrlich, was kannst du damit tun, was du jetzt nicht auf deinem Mac tun kannst? gemütlich auf dem Sofa liegen und meine Fotos bearbeiten. Das kann ich mit dem Ja, MacBooker. sicher, aber da liege ich immer so, dass ich mir denke, irgendwann kriege ich wieder einen Bandscheibenvorfall. Naja, das okay, du kannst die anders Ja, hinlegen. eben, ja, um das geht's. Aber ich habe halt, weißt du, ich denke mal so, ja, das ist cool, was ihr mit dem iPad macht, nur. Wann schafft es Apple endlich auf der Kiste ein gescheites Betriebssystem drauf zu installieren? Ja, das ist die Frage, ja. Weil, weißt du, das Gerät wäre ja super cool, wenn die wirklich von mir aus nennen, sollen sie es iPadOS nennen. Aber gib es mir endlich die Möglichkeit, dass das ein produktives Betriebssystem sein kann. Weil selbst da, probier mal auf den Käse-Ding da. Probier mal eine E-Mail zu machen, wo du ein File reinziehst. Das geht am iPad nicht. Ich meine, klar, du kannst jetzt sagen, ja, du hast in den File Manager, der am iPad nebenbei auch scheiße ist. Ja, der ist am iPhone genauso scheiße. Der ist am iPhone, der Der ist ist schon am auf Mac. Mac Kacke. Der ist nirgends gut. So, Ja, und jetzt aber hast auf Mac hat man zumindest noch ein echtes Filesystem, aber auf dem ja, iPad, sagen wir unter unter Anführungszeichen. Anführungszeichen.
Aber da hast du gar nichts. Da Da ist nichts, kannst du ne? einfach nur, da kannst du sagen, ja, okay, ich tue es jetzt in die Dropbox und dann ins Mail rein, weil man denkt, ja, super, das macht Spaß. Ja, du hast 10 der iCloud. Nein, der iCloud hat niemand was. Weil das nebenbei das iCloud ist ja, das iCloud Drive ist ja auch schlecht. Also unter Mac und iPhone funktioniert bei mir, das funktioniert es bei mir wunderbar. Schlecht ist es nur unter Windows. Ja, und damit hat sich's eh schon ad absurdum geführt. Ja, ich will es ja eh nicht unter Windows verwenden. Naja, das ist halt nicht die Realität. Weil du wirst irgendwann jemand haben, der von einem Windows-PC drauf zugreifen muss. Na, der soll sich ein MacBook kaufen. Ja, das ist natürlich, das ist die Logik von Apple, ich weiß, und das denken die ja immer. Kauf einfach ein MacBook, dann ist endlich eine Ruhe. Aber das ist halt einfach nicht die Realität. Kommen wir zum Display. Apple hat da das. Apple hat da etwas gemacht, woran andere auch schon länger arbeiten, nämlich zwei OLED-Displays übereinander stapeln. Ich meine, eins möchte ich dazu sagen, Apple hat das Display sicher nicht gebaut, das hat sicher Samsung oder LG gebaut. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, wer es schlussendlich gebaut hat, aber Samsung und LG, also das Tandem OLED ist ja, jetzt kein Apple-Marketing-Name. Das ist ja der Begriff Genau. für diese Display-Technologie. Und die haben momentan weder Samsung noch OLED, Samsung noch OLED, Samsung noch LG. Also würde ich einmal fast, würde ich jetzt zumindest einmal so annehmen, Apple hat das Teil, hat dran geforscht und irgendwer, ob Samsung oder LG, wird es für sie wohl gefertigt haben. Das wird schon sein. Ist im Endeffekt sind ja nur die zwei, die großen, die. Richtig, weil das kann sonst keiner bauen. Andererseits ist iPad ist jetzt ein Produkt mit einem vergleichsweise geringen Absatz. Da kann man auch durchaus vorstellen, dass es ein kleinerer Displayhersteller auch gebaut hat. A Samsung oder Naja. LG brauchst du nur für die große, für die Produkte, die du in Massen raushaust. Das ist klar. Und natürlich, du willst ja wenn die Qualität sichergestellt haben, bist du kaufst normal auch Ja, Samsung oder LED-Panels. genau. Und das machen sie beim iPad Pro, bin ich mir ziemlich sicher, das riskieren sie nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob sie da mit Samsung zusammenarbeiten, weil Samsung wie auch LG sind die großen Display-Hersteller, die an dem Tandem OLED genauso arbeiten seit Jahren. Also das ist ja jetzt, Apple ist halt jetzt in dem Fall der erste Hersteller, der das, oder Hersteller, iPad-Tablet-Hersteller, der das außerbringt. Like kurz dazu, ist zwei OLED-Displays aufeinander, beide OLEDs. Der Vorteil ist, du brauchst pro Display weniger Energie, aber im Gesamten bieten sie mehr Helligkeit. Genau. Die Ansteuerung der zwei einzelnen Displays ist ein bisschen komplexer und daher hat der M1 eine zusätzliche Kerne gekriegt für die GPU-Einheit, die ja das übernehmen muss, weil du hast eigentlich zwei Displays ansteuern und zwar im Sinne von vollkommen parallel. Da bin ich gespannt, weil das werden die ersten Bugs werden, die dann wieder in Software gelöst werden, weil ich bin mir ganz sicher, dass es Ghost-Bilder geben wird. Richtiges Ghosting. Das werden wir sehen. Ich bin auch gespannt. Nochmal, was Mir. Apple damit verhindern will, was auch der Vorteil von zwei einzelnen Displays ist, die einzelnen weniger Energie brauchen, ist Einbrennen. Das wird da in dem Fall wegfallen, was bei OLED ja eigentlich immer noch ein Problem ist. Genau. Genau, jetzt hast du wieder. Entschuldigung. Und Apple hat da ganz was Lustiges, das was man nicht unbedingt verstehen kann. Sie haben ja ein Nanotexturglas integriert. Das heißt, das Nanotexturglas ist für geringere Spiegelung, also ein mattes Display, wie es früher Früher hat genannt man worden es ist. mattes Display genannt und das war sch Jetzt heißt es, na, früher war es jetzt heißt es. Standard. So, lustig ist das, wenn du das bei den neuen Modellen haben willst, musst du das 1 TB-Modell mindestens kaufen. Sonst wird es nicht geliefert, sonst ist es nicht auswählbar. Echt?
kostet die Hase 130 Euro oder 140. Oh. Das verstehen kann man nicht, warum, aber anscheinend ist Nanotexturglas nur mit 1 Terabyte Speicher lieferbar. Also das ist eine physikalische Voraussetzung für Nanotexturglas. Warte, 512? Oh, ja, wirklich. Das kann man nicht verstehen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, weil damit kostet, im Speicher lassen Sie sich ja ordentlich wieder bezahlen. Von 256 GB auf 1 Terabyte sind es Ja, 800, knapp 300. 800 Euro Unterschied. Na, von 256 auf 1 Terabyte sind es 800 Euro Ach so, Unterschied. auf Antera. Ja, gut, Sind das es kostet 800 Geld, ja. Euro Unterschied. Dann nimmst du das Nanotexturglas. Nachher nehme ich eins mit SIM-Karte. SIM-Karte kostet auch 300 Euro Nein, aufgerufen. es gibt keine SIM-Karte mehr, es Ja, gibt nur eine eSIM eSIM. halt, Cellular, also mit verbauten Ja. Modem. Gravur brauche ich keine, aber die war eh kostenlos. Ja, das heißt, dann kannst du nicht mehr gescheit Apple weiterverkaufen, das ist Pencil da ganz mal gut. dazu, weil wegen den 149 Euro war es auch schon wurscht. Genau, nachher kommt noch, dann kommt noch die Tastatur Den brauche ich dazu. nicht, da kaufen wir einen Nachbau von Logitech. Kein Na, geh bitte, Eintausch. das kannst du nicht Und machen. Apple Care da mal auch noch hinzu. Dann. Das kannst du auch sparen, das ist auch Dann sinnlos. habe ich jetzt einen Einkaufspreis fürs 11-Zoll-Modell von 2617 Euro. Gut, oder? Und bestellst gleich? Wie gesagt, wenn ich es mir absolut leisten könnte und Würde ich es auch nicht würde es kaufen. definitiv kaufen, ja. Na, Weil es also. genau. Ich hätte, ich habe Weißt nicht du warum? viele Anwendungsfälle, aber doch einige. Weißt du warum es als Prinzip nicht kaufen wird? Weil immer einfach denkt, du kannst dir das normale Standard-iPad kaufen und du kannst damit genau das Gleiche machen. Ich sage jetzt, außer Apple legt das Jahr irgendein Software-Upgrade oder Update vor, wo ich sage, iPadOS wird super produktiv. Weil ich wüsste nicht, was du mit dem iPad nicht machen kannst, das du mit dem iPad Pro machen kannst. Im Moment. Na, machen kannst du mit beiden Geräten dasselbe. Also, und wenn du jetzt wirklich die Zielgruppe für ein iPad Pro bist, dann Aber da bist geht es eher du. um die Performance und das iPad Pro ist halt Faktor 10 schneller wahrscheinlich. Ja, ich glaube leider nicht, dass du das jemals merken wirst. Ich schon. Na, ich glaube es einfach nicht. Verdammt, das iPad ist ja schon teuer. 688 ist normale. Vor allem für das, dass ich mir denke, es bleibt halt, ich meine, für mich ist das, ich habe selber mal eins gehabt, das war das erste iPad Air, das war ganz nett, aber im Endeffekt war das ein Gerät, wo ich Sachen konsumiert habe. Ja, eben ja. Und ich meine, damals hat es kein Apple Pencil, das hat es alles nicht gegeben. Und es war da einfach schon, dass ich gesagt habe, was tue ich damit? Ich meine, jetzt eine Sache, wo ich Apple sagen muss, das habe ich cool gefunden. Es gibt ja jetzt eine neue App, die Final Cut Camera heißt. Und jetzt kannst du ja mehrere iPads und iPhones miteinander in der App kombinieren und hast unterschiedliche Kameraansichten. Das finde ich okay, das gebe ich ihnen, das ist cool. Und es kommt ja eine neue Final Cut Version auch für Mac raus jetzt an. Endlich. Ja, also das heißt, das muss ich sehen lassen, das ist super gemacht. Also wahrscheinlich für den Bereich wird der iPad Pro dann auch Sinn machen, wenn du wirklich sagst, du hast sowas. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Leute es dann tatsächlich so benutzen, wenn du so professionell arbeitest. Das ist ja jetzt das Nächste. Wenn ich jetzt extrem, wenn ich jetzt Geld in Devices eine Pulver und Film machen will, dann hole ich mir echt nicht 5 iPhones und 5 Ich iPads, meine, um damit sagen wir mal so,
Genau, sagen wir mal so, sagen wir mal, der Techtelmechtel-Podcast, wir würden jetzt anfangen, das professioneller aufzuziehen. So, und wir stecken Noch da jetzt Geld rein. professioneller. Richtig, sagen wir mal wirklich, dass wir sagen, okay, jetzt bringen wir das Ganze auf Hollywood-Niveau. Ja. Dann sagen wir einfach, na, realistisch sagen wir, wir würden das jetzt anfangen, ein bisschen professioneller aufzuziehen. Wir könnten uns wahrscheinlich den Spaß gönnen, sagen, okay, wir kaufen uns zwei iPad Pros, kaufen uns ein paar iPhones als Kameras und stellen uns das so auf. Ja, könnten wir machen. Ja, das war mal ein Invest von einmal Anfang einmal von knapp 10.000 Euro. Ja, sagen wir so, das wäre ja relativ günstig dann. Ja, wenn du jetzt bedenkst, wenn du jetzt richtige Kameras kaufen anfängst und das bist schnell teurer. Ja, Aber das so, das Problem ist ja dann, du kaufst ja dann auch diesen Workflow von Apple mit und du bist wahrscheinlich mit nichts anderem kompatibel. das weiß ich nicht. Na, weil du musst bedenken, du kannst kein Objektiv für ein iPhone kaufen oder ein iPad. Na. Da fängt es ja an. Jetzt natürlich kaufe ich eine Sony-Kamera, habe ich Objektive zur Auswahl. Jetzt ist immer die Frage, okay, brauche ich das, ja oder nein? Aber wenn halt sagst, okay, ich stecke da jetzt 10.000 Euro rein, ja, dann kaufe ich wahrscheinlich gleich eine Sony-Kamera. Oder mehrere Ich Sony-Kameras. glaube, da kannst du sogar zwei oder drei kaufen mit jeweils ein oder zwei Objektive. Das kommt drauf an, die Sony-Kameras sind schon auch nicht ganz Ja, günstig. das schon, aber es gibt ja durchaus so Einstiegsmodelle. Man kauft halt nicht unbedingt eine mit Vollformat-Sensor, sondern nimmst halt doch eine mit einem APS-C-Sensor. Klar, ich meine, so kannst du das auch machen, oder du sagst, du kaufst halt nicht am Anfang, was weiß ich, du kaufst halt einmal ein Objektiv, das für mehrere Anwendungsfälle geeignet ist. Ist zwar dann nicht so, ist zwar nicht so gut, aber Ja, ein ja. Zoom-Objektiv statt Festbrennweite, ja, kannst du ja machen, ja. Ich meine, ist jetzt natürlich, braucht man nicht reden, eine Festbrennweite ist besser. Immer. Und sonst, wenn du eins haben willst, das an mehrere Zoomstufen Das, hat und das gut ist, das kostet halt auch aber das ist dementsprechend. ja, das ist ja, das ist in dem Fall ja auch wieder eine komplett andere Frage. Du kannst da Objektive zum Beispiel ja da auch gebraucht kaufen. Aber du Genau, da kannst ist der für Unterschied. iPhone oder für iPad kannst du nicht einmal ein Objektiv kaufen. Na, du kannst da ans basteln Ja, du selber. kannst da jetzt basteln und draufpicken. Ja, super. Wow. Lichtstärke. Wow. Ja, Lichtstärke halt, was der Karton nicht durchlässt. Ja. Ja. Also, es ist eine coole Idee, weil ich weiß nicht, inwieweit, ich kann es ja nicht beurteilen tatsächlich. Inwieweit es nachher, wenn du professioneller wirst, weil ich habe noch nie jemanden, der professionell Video macht, mit iPads und iPhones rumlaufen sehen. Ja, doch, 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 doch. Da gibt es mittlerweile schon einige, die das so machen. Aber. Ja, gut, dass ich ja iPad habe, um die Daten Nein, reinzukriegen. nein, Okay, leise. auch mit einem iPhone filmen und wirklich in gut filmen. Es gibt ja die Blackmagic Camera App. Du hast extrem viele Möglichkeiten jetzt auf dem iPhone, was Settings angeht. Genau, das, ich meine, das bringt ja Apple jetzt mit Final Cut Camera dann auch. Ja, eben. Also du hast ja da extrem viel Möglichkeiten. Also es gibt sicher viele, viele Möglichkeiten, da was zu machen. Also du kannst, ich bin mir sicher, du kannst in manchen Szenarien lichtabhängig, beleuchtungsabhängig durchaus auch mit einem iPhone gute Filme und guten Content machen. Da würde ich sagen, das steht Das außer nicht. Frage. Das nehme ich nicht weg. Aber was halt die Leute nicht verstehen, weil Apple jetzt mal ihre komischen Videos vor der Präsentation, wo sie immer sagen, Ja. Film with iPhone oder Shot on iPhone, was die Leute nicht beachten, das ist nicht leider mit dem iPhone gefilmt. Da Nee, hängt da ist ein Fehler. das iPhone auf dem Kamerakran, da ist rundum eine Beleuchtung und Reflektoren. Das zu filmende Subjekt ist perfekt ausgeleuchtet. Ja, tut mir leid, aber da kann ich ja Pixel 8a hernehmen, weil wenn einmal das Lichtsetting passt, brauchst du nicht mehr viel. Dann musst du es eigentlich nur noch auf den Chip bringen. Also
Genau, ja. Ein iPhone allein macht noch keine gute Kamera, beziehungsweise eine gute Kamera, ja, macht auch noch keine guten Fotos. Es kommt ja immer auf den Rest drauf an. Du musst halt gescheit ausleuchten, alles. Es muss einfach alles passen. Richtig, das ist mehr als eine Sache. Ja, eben. Ja, also okay, es kommt da jetzt, ich meine, klar, ich verstehe, dass Apple eine App gegen Blackmagic gerne mal hätte, dass das auch möglich ist. Und das ist im Grunde im Moment das iPad, das war nur Hardware. Und was halt im Moment fehlt, ist Software. Ja, also der Markt muss wahrscheinlich da sein, sonst hätte Apple sowas jetzt nicht ausgekaut. Ich meine, klar, es verkauft sich schon. Es ist ja nicht überraschend, dass Apple in M4 im iPad Pro natürlich, dass sie damit Premiere machen, weil die wollen natürlich ein iPad Pro verkaufen. Also das ist, hat schon einen Grund gehabt, warum sie es da reingekaut haben. Rein von der Leistung her, ja, braucht es wahrscheinlich im Moment fast niemand. Er wird auch in dem dünnen Gehäuse seine Leistung auch nicht ausspielen können. Na, das ist halt der Supername, das heißt Ist, halt M4. ja, weil schon allein thermisch wäre es halt einfach das nicht schaffen, da die Abwärme wegzubringen. Richtig, Ganz also einfach. das. Das ist ja eh noch einmal dünner als die, ist das dünnste iPad überhaupt. Der Wert, wenn nur sehr kurz auf voller Leistung laufen, schätze Das bin ich mir auch sicher, ja.